Borg-Netzwerk begann mit einer Idee, dem Wissen, dass ein Einzelner niemals alles oder auch nur ansatzweise genug wissen kann. Was wir jedoch können, ist miteinander kooperieren, um uns gegenseitig unsere Schwächen aufzuzeigen und unsere Fähigkeiten genau da einfließen zu lassen. Wenn wir das erreichen wollen, brauchen wir ein gemeinsames Ziel, für das es sich zu kooperieren lohnt, eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Damit wir uns nicht auf Glauben oder Vermutung stützen müssen, haben wir wissenschaftliches Arbeiten erarbeitet. Eine Methode, die es uns ermöglicht, Aussagen zu prüfen und zu belegen und Fakten zu erschließen. Dadurch konnten wir auch ultralativ prüfen und belegen, dass er beim Transfer wissenschaftlicher Ergebnisse in eine verständliche Aussage den Inhalt der Arbeit nicht nur verkürzt, sondern auch verändert oder verzerrt dargestellt hat. Dabei hat er jedoch aufgedeckt, dass Sicherheitsmaßnahmen wie Passwortmanager, hochgradig empfohlen und von Experten verwendet, jedoch vom durchschnittlichen Menschen vernachlässigt, wenn nicht gar verdrängt werden. Einer der Gründe dafür, dass wir in der Gegenwart nicht über die Zukunft nachdenken, ist, dass uns Nachhaltigkeit nicht so intuitiv anspringt wie kurzfristige Ziele, deren Belohnung in greifbarer Nähe liegen. Wenn Schäden und Nachteile in ferner Zukunft liegen, vernachlässigen wir sie gerne. Denn Zeit ist für uns ein schwierig zu begreifender Faktor. Wir glauben, wir hätten genug Zeit und Kompetenz investiert, um die Wahrheit über uns, unsere Umwelt, über alles zu wissen. Doch eigentlich wissen wir nichts. Wir sind nur der Meinung, unsere Einschätzung, unser Wissen wäre ausreichend, wenn nicht gar größer als jenes der ExpertInnen, die zehntausende Stunden ihres Lebens damit verbrachten, durch wissenschaftliches Lernen der Wahrheit ein Stückchen näher zu kommen. Diese Stückchen Wahrheit zusammenzulegen und eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit zu schaffen, ist die Vision von Borg-Netzwerk. Und das ist erst der Anfang. Ihr wisst jetzt ein wenig mehr darüber, was wir tun können und erreichen wollen. WissenschaftlerInnen und VertrauensträgerInnen gemeinsam an den Tisch der Nachhaltigkeit bringen, mit der Zeit Meinungen von der Wahrheit trennen. Und damit Borg-Netzwerk nicht nur eine Idee bleibt, liegt noch ein langer Weg vor uns. Wir müssen über YouTube reden, über Discord, über die Website borgnetzwerk.de und das bnwiki.de, Twitch, über Reddit und über Sachen wie Twitter, Instagram, TikTok und all solche Dinge. Wir müssen darüber reden, was das für jeden von euch bedeutet oder speziell für ExpertInnen und Content-CreatorInnen. Was das für Moderation, Management und EntwicklerInnen bedeutet. Für JuristInnen und Sponsoren. Wie ihr alle mithelfen könnt. Doch bis dahin, stay safe and stay critical.